Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir wieder ein Blitzdessert und zwar ein Beeren-Tiramisu mit weißer Schokolade. Wir brauchen eine weiße Schokolade, dann habe ich glutenfreie Biskotten oder glutenfreier Löffelbiskuit, wie auch heißt, ein paar Beeren, Mascarpone-Schlag, einen Kaffee, einen Espresso, den habe ich mir da schon eingefüllt. Ja, und eigentlich mehr, eine Vanilleschote habe ich auch noch. Und mehr braucht es gar nicht. Wir haben eben diese weiße Schokolade. Wir werden ein Dreiviertel von dieser Schokolade jetzt gleich einmal verarbeiten. Und zwar werden wir die im Wasserbad schmelzen. Dazu schalten wir unseren Herd ein, dass das Wasser gleich einmal kochen kann. Wie gesagt, ein Dreiviertel von einer Tafel Schokolade nehmen wir mal. Und dann machen wir da gleich einmal ein paar grobe Stücke. Schneiden wir uns runter. Dann vergeht das Ganze viel einfacher und viel schneller. Während ich hier schnippel, werdet ihr schon sehen, den roten Abo-Button, den vielleicht gleich einmal drücken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. So, aber wir können die Schokolade ja schon hineintun. Die wird aber gleich schmelzen. Die hat ja die weiße Schokolade, hat ja auch mit einer Schokolade in dem Sinn nichts zu tun. Aber es betitelt sich trotzdem als Schokolade und die hat ja einen ganz hohen Schmelz. Ihr könnt auch weiße Kuvertüre nehmen, wenn ihr das möchtet. Dann können wir schon einen Teil der Beeren schneiden, weil die ganzen Beeren brauchen wir hier nicht, sondern wir werden in diese wunderbaren Brombeeren, die will schon nicht mehr, die können wir schon in der Mitte auseinanderschneiden. Ihr könnt da auch Erdbeeren nehmen oder bald beginnt ja auch die Ribiselzeit, vielleicht auch Ribisel. Eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Da können wir eben, wie gesagt, während das hier schmilzt, schon aufschneiden. Tut euch nicht zu viel vorschneiden, weil wir sehen dann, wie viel wir da brauchen, erst anhand dessen, wie wir das dann bewerkstelligen werden. Ich habe mich entschieden, ein freistehendes Tiramisu zu machen, weil ich finde es einfach wunderbar und praktisch. Wenn das gleich jetzt so geschichtet und gestapelt wird, dann erspart euch das Rauskiefeln aus der Form. Könnt es natürlich aber auch gern klassisch in einer Form machen. Dann können wir schon unser Schlagobers steif schlagen, ganz normal mit einer Schüssel und einem Mixer. Die genaue Rezeptangabe für dieses Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, der Schlagobers ist geschlagen, den können wir schon zur Seite stellen. Unser Wasserbad können wir auch schon ausdrehen. Die Schokolade ist jetzt wunderbar geschmolzen, schön umrühren noch einmal. Und das können wir jetzt da auch ein bisschen stehen lassen. Weiter geht's mit der Mascarpone. Die Mascarpone schlagen wir auch noch einmal ein bisschen auf. Nehmt euch ein bisschen eine größere Schüssel dann gleich. Und auch die einmal durchschlagen. Also wirklich nur mal ganz kurz aufschlagen. Und jetzt haben wir da unsere Vanilleschote. Die kommt jetzt zum Einsatz. Ihr könnt sonst auch Vanillezucker nehmen, wenn ihr keine Schote daheim habt. Aber mir ist die, ich gestehe, von Weihnachten noch überblieben. Und die findet eben, wie gesagt, jetzt in meinem Dessert den Einsatz. Und mit echter Vanille schmeckt es natürlich auch noch ein Stück weit besser. Also da längs noch aufschneiden. Dann tun wir das schön aufklappen. Und einmal abziehen. Ihr seht ja schon einmal dieses wunderbare Mark. Das kommt jetzt auch gleich da hinein. Dann wisst ihr ja, ich bin ja immer für Nachhaltigkeit. Also diese Schote jetzt nicht wegschmeißen. Da könnt ihr jetzt ein kleines Gläschen nehmen, ein bisschen an Zucker rein und dann die Schote hinein. Dann habt ihr einen wunderbaren Vanillezucker schon fertig. Also in meinem Fall stecke ich sie jetzt da geschwind nochmal zurück und den Zucker mache ich später. So. Und jetzt schauen wir mal, wie warm unsere Schokolade ist. Ja, die ist lauwarm, das ist die richtige Temperatur. Also zu heiß nicht dann in die Mascarpone, weil sonst dann wird euch das keine schöne Creme, sondern schön lauwarm. Hineinträufeln.
dann wird es wieder geschlagen. Und ihr seht jetzt schon diese wunderbare Masse, die ist schon etwas flüssiger geworden. Und jetzt können wir unsere Schlagobers dazu heben. Zusätzlichen Zucker braucht ihr für dieses Dessert nicht, außer ihr mögt es ganz süß, dann schmeißt noch ein paar Löffel Zucker vielleicht hinein. Aber für mich passt es wunderbar, allein durch die Süße von der Schokolade, von der weißen. Jetzt rühre ich das bei Hand, damit ich die Luft aus dem Schlagobers nicht noch einmal raus schleudere, mehr oder weniger. Falls ihr Lust habt auf noch weitere Desserts, so Blitzdesserts, also das ist ja eher so meins, verlinke ich euch oben gleich einmal was. Den zweiten Teil vom Schlagobers dazu. Noch einmal gut unterheben, vom Rand auch schön wegnehmen. Also ihr werdet sehen, ihr werdet begeistert sein von diesem Dessert. Auch weil es so schnell geht, die Zutaten nicht allzu teuer sind und weil es so lecker schmeckt. So, das passt mir. Jetzt wird die Masse in einen Spritzbeutel gefüllt. Also, nachdem ich ja nicht so eine Bäckerin bin, habe ich leider so einen Spritzbeutel nicht. Aber wir können uns anders helfen. Und zwar ein ganz normales Gefriersackerl, einen Gefrierbeutel. Da schneiden wir unten ein kleines Stückerl auf. Stecken wir uns das in ein Glas hinein und dann können wir die Masse da schon hineinfüllen. Jetzt machen wir das gleich wie beim Spritzbeutel, jetzt drücken wir mal die Masse da nach unten. Dann schauen wir, ob unser Loch groß genug ist. Ja, da kommt was. Wunderbar, sehr gut. So, das lassen wir jetzt einmal beiseite. Und jetzt nehmen wir unsere Biskotten oder unser Löffelbiskuit. Und wenn man das jetzt so frei schlichtet, dann ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Kaffee, also mit dem Espresso. Ich habe mir da hier so eine Flasche besorgt, die werde ich unten verlinken, falls ihr Interesse habt. Und jetzt wirklich schön beträufeln, nicht zu viel, weil sonst bricht euch das auseinander. Also wirklich immer so schon ein paar Tropfen. Der saugt ja recht gut und schnell ein. So, das haben wir schon. Jetzt kommt unsere Masse, wie ihr das so klassisch eben auch kennt von eurem Tiramisu. Ein paar Bärchen zur Dekoration. Schaut dann auch schön aus, wenn ihr das aufschneidet, wenn in der Mitte auch was ist. Da könnt ihr natürlich variieren, wie viel Masse ihr da wirklich nehmen wollt. Eine mag mehr Creme, der andere mag weniger. So. Dann kommt schon wieder die nächste Schicht von Löffelbiskuit drauf. Kaffee. Ganz wichtig. Träufeln wir wieder mit Kaffee. Könnt ihr das auch mit einem Löffel machen, falls ihr so eine Flasche nicht habt. Und weiter geht's. Das könnt ihr dann oben ein bisschen glatt streichen. Vorsichtig und wieder mit Beeren verzieren. Ja, fertig ist unser Meisterwerk. Das Ganze könnt ihr jetzt in den Kühlschrank stellen, dann zieht es jetzt noch einmal so richtig schön durch. Oder wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, könnt ihr es eher gleich verzehren. Das Topping ist natürlich die restliche weiße Schokolade. Die könnt ihr entweder drüber reiben oder so wie ich jetzt dann gleich einfach mit
dem Messer ein paar Raspeln runterschneiden. Und fertig! Voilà, das war's schon. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss!